Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesem Video geht es mal um die Frage, wieso werden Stromleitungen eigentlich teilweise quer durch Wälder gebaut? Wieso müssen überhaupt so viele Stromleitungen ausbauen? Das ist ein weiterer Vortrag von unserer Reihe aus dem Klimapavillon, wo wir ja immerhin schon 6 Originalaufnahmen hochladen konnten. Die beiden anderen Vorträge hatten leider technische Probleme bei der Aufnahme, sodass wir das jetzt praktisch nachproduzieren. Ich werde euch jetzt also im Großen und Ganzen die Folien mal vorstellen und erzählen, was dahinter steckt. Das andere Video, da ging es eben darum, wie Kraftwerke funktionieren. Heute soll es mal darum gehen, wieso eigentlich Stromleitungen in der Form und Art und Weise gebaut werden müssen, wie wir es auch aktuell machen, was auch viele Streitpunkte sind. Also wollen wir mal loslegen. Worum geht es im Großen und Ganzen? Wir wollen uns erstmal anschauen, wo sind so die typischen Kraftwerksstandorte in Deutschland, sodass wir ein bisschen natürlich auch wissen, wo ist so die stärkste Erzeugung, was ist dann vielleicht auf der Gegenseite der eigentliche Strombedarf, wo ist der vor allem verortet? Sind das die gleichen Stellen oder müssen wir gezwungenermaßen von unseren starken Kraftwerksstandorten hin zu unseren starken Verbrauchsstandorten den Strom erstmal bewegen? Und dann schlussendlich nochmal so ein bisschen die Frage, ja, wie funktioniert denn eigentlich der Netzausbau so als Prozess? Das habe ich im Detail schon mal in einem anderen Video rund um den Netzentwicklungsplan zum Beispiel oder auch den Netzausbau und den Szenariorahmen erklärt. Das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Aber wir wollen ein bisschen darauf eingehen, wie ist das Ganze im Großen und Ganzen strukturiert und gegliedert, sodass man eben auch den Netzausbau, wie er läuft, ein bisschen besser verstehen kann. Legen wir einfach mal los. Wo sind vor allem die Kraftwerke in Deutschland? Auf diesen Karten könnt ihr praktisch sehen, das ist einmal Deutschland zweigeteilt, in der Mitte einmal praktisch durchgetrennt, dass wir an verschiedenen Stellen in Deutschland und vor allem auch der Nord- und Ostsee verschieden starke Qualitäten in der Erzeugung von Strom haben. Die verschiedenen Farben stehen eben für verschiedene Arten von Kraftwerken und Erzeugungsanlagen. Wir haben zum Beispiel ganz oben links diese hellblauen Darstellungen. Das ist natürlich Windenergie. Und dieses Hellblau findet ihr natürlich auch wieder in den weiteren Stellen der Karte, vor allem natürlich in Ostdeutschland, da wo wir eben auch viele, viele, viele Windenergieanlagen haben, wo wir viele Windparks haben. Windenergie ist grundsätzlich sehr stark in Norddeutschland, weil wir dort stärkere Winde haben, weil die auch vom Meer einfach besser kommen können und weniger durch Gebirge abgeflacht werden oder weggelenkt werden. Ja, wenn Wind gegen ein Gebirge geht, dann muss der Wind drüber kommen oder wird abgeleitet in eine andere Richtung. Und das ist natürlich immer schlecht für Windkraftanlagen, außer die stehen ganz oben drauf oder zumindest an den richtigen Stellen, wo der Wind herkommen würde noch und nicht abgelenkt ist. Aber auf zum Beispiel dem Flachland oder eben auf dem Meer kann das richtig gut funktionieren. Deswegen haben wir dort diese hellblauen Stellen, wo wir entsprechende Windparks haben. Demhingegen haben wir zum Beispiel diese braunen und diese grauen Darstellungen. Braun vor allem nochmal in Ostdeutschland und an bestimmten Stellen in Nordrhein-Westfalen und dieses dunkle Grau vor allem auch nochmal in gesamten Westdeutschland. Das sind natürlich die Kohlekraftwerke und Kohlekraftwerke sind durchaus etwas, was wir in Deutschland in der Vergangenheit sehr, sehr gut betreiben konnten, denn wir hatten eigene, oder wir haben immer noch eigene Kohlevorkommen. Das heißt, wir können die selbst abbauen und dann können wir die auch selbst in unseren Kraftwerken verfeuern, um dort Strom und Wärme zu produzieren. Jetzt haben wir das natürlich vor allem an den Stellen, die sowieso bekannt sind, entlang vor allem des Kohleausstiegs, als die sehr stark betroffenen Gebiete. Ja, die Lausitz in Ostdeutschland oder auch Mitteldeutschland, als vor allem Part in Sachsen-Anhalt, wo wir sehr, sehr starke Vorkommen und sehr, sehr starke Infrastruktur rund um Kohlekraftwerke haben. Und dann natürlich in Nordrhein-Westfalen. Das gesamte Rhein-Ruhr-Gebiet ist ja etwas, was davon extrem aufgeblüht ist, dass dort so eine starke ja, Stromproduktion über Kohleinfrastruktur eben auch sichergestellt werden konnte. Und die sind jetzt eben auch sehr stark davon betroffen, dass wir dort weggehen und abbauen. Die roten Aspekte hier sind die noch bestehenden Kernkraftwerke, Atomkraftwerke, die sich jetzt natürlich auch nur noch komplett auf Süd- und sehr stark Westdeutschland konzentrieren. Wir hatten ja tatsächlich keine Kernkraftwerke der DDR damals so richtig übernommen. Die wurden dann sehr, sehr schnell wieder vom Netz genommen, sodass wir sowieso eher in den westdeutschen Gegenden Atomkraftwerke hatten. Aber mittlerweile ist ja der Großteil davon auch abgestellt worden und die letzten werden Ende 2022 dann auch noch vom Netz gehen. So, und jetzt sehen wir in diesen Darstellungen ja schon mal etwas sehr, sehr Deutliches. Wir haben schlussendlich hier entlang von Norddeutschland
Die stärksten Quellen für Windkraft, etwas, was in der Zukunft ja das Wichtigste sein wird. Wir haben in West- und Süddeutschland sehr, sehr starke Kohle- und Kernkraftstandorte. Und genau das wird ja abgebaut. Ne? Kernkraft schon in den nächsten 2 Jahren, Kohle über die nächsten 2 Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar etwas schneller, wird dort komplett wegfallen. Und worauf soll es noch schlussendlich hinauslaufen? Wir haben einerseits noch die Aspekte, die hier vor allem gelb dargestellt sind. Das ist nämlich tatsächlich Erdgas, wenn ich das richtig entziffern kann. Und dort haben wir immer noch hier und da Standorte. Wir haben das auch in Ostdeutschland, wir haben das auch in der Gegend der anderen Kraftwerke, wo eben diese gelben Aspekte finden können. Aber das kann halt nicht dauerhaft ausreichen, wahrscheinlich. Das kann nicht eins zu eins den Bedarf abdecken, der jetzt bisher aus diesen klassischen großen Kraftwerken erzeugt worden ist. Das heißt natürlich, wir müssen jede Menge Kapazität im Sinne der Erneuerbaren zubauen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir diese Kapazitäten, die dann oft genug deutlich überproduzieren werden, dass wir dort entsprechend auch Speicher befüllen können, die dann in der Flautenzeit wiederum die Stromversorgung praktisch übernehmen werden. Das ist also auf jeden Fall eine große Herausforderung, was wir hier in dieser Verteilung der großen Kraftwerke auf jeden Fall sehen können. Das wird für die nächsten 2 Jahrzehnte ein entscheidender Schritt werden, überall Speicher hinzubauen und überall die Erzeugungskapazität rund um die erneuerbaren Energien weiter aufzubauen. Gehen wir mal ein bisschen genauer darauf ein, wie an diesen wichtigen Stellen jetzt noch die Netzsituation aussieht, wie die Leitungssituation aussieht. Wir gehen hier mal auf eine Karte der Nordsee. Diese Karten sind übrigens die vorige vom Umweltbundesamt. Diese ist jetzt wiederum aus den Netzentwicklungsplänen, das heißt aus den konkreten Unterlagen der Bundesnetzagentur bzw. den Übertragungsnetzbetreibern rund um den konkreten Stromnetzausbau. Und wir können jetzt hier verschiedene Sachen sehen, vor allem nämlich Gebiete, in denen Windkraftanlagen konkret schon gebaut sind oder geplant sind. Und wir können uns das tatsächlich so vorstellen, dass die ausgefüllten Farben, das heißt das durchgehende Gelb und das durchgehende Orange, bereits bestehende Anlagen sind und dass die eher so schraffierten Darstellungen praktisch Flächen in Planung sind, wo also noch gebaut werden soll. Wir sehen, dass also zum Beispiel hier bereits einige Kapazitäten vorhanden und gebaut sind, aber auch noch jede Menge Platz ist für weiteren Ausbau. Und genau das wird über die nächsten Jahre passieren. Es werden noch deutlich mehr Windparks gebaut, die hier am Ende auch einen sehr, sehr essentiellen Teil der Stromerzeugung in Deutschland auch übernehmen sollen, weil wir an der Nordsee auch verdammt gute Windeinfallsmöglichkeiten haben und dort entsprechend sehr, sehr, sehr viel Strom produziert werden kann. Gleichzeitig sehen wir aber auch an diesen Linien, dass dort ja Stromleitungen bestehen und das sind jetzt gar nicht mal so unglaublich viele. Das heißt, die größeren Windparks sind teilweise an ein, zwei, höchstens drei Leitungen angebaut und wenn es dort mal zu Schäden oder Havarien oder Ähnlichem kommt, dann kann das auch sehr schnell bedeuten, dass der Strom, der dort produziert werden könnte, gar nicht mehr ans Festland kommt. Das ist ja auch ein Problem beim Ausbau von Windenergie in der Nordsee, dass dort sehr, sehr oft die bereits fertigstehenden und betriebsbereiten Anlagen einfach noch nicht an das Stromnetz final angeschlossen worden sind. Und genau da müsste man vielleicht schauen, dass man in der Zukunft hier nochmal deutlich mehr ja, Unabhängigkeiten schaffen kann, indem man einfach noch mehr Leitungen baut, die praktisch redundant funktionieren und bei einem Ausfall auch komplett die Produktion ans Festland bringen würden. In der Ostsee sieht das Ganze noch nicht ganz so vorangeschritten aus. Wir haben auch hier bereits Flächen und Anlagen, die gebaut sind. Wir haben auch dort noch weitere Flächen, die in Planung sind, wo also auch noch der Zubau über die nächsten Jahre passieren wird. Das ist jetzt hier die Gegend rund um Rügen vor allem. Und wir haben auch dort schon natürlich Leitungen stehen. Aber auch da sehen wir natürlich den Unterschied. Wir können da noch mal kurz zurückspringen, dass wir hier deutlich mehr Erzeugungsanlagen bereits bestehend haben, als in dieser ja auch deutlich näher herangezoomten Darstellung der Ostsee. Das sind deutlich weniger Anlagen, deutlich weniger Erzeugungskapazität, weil wir auch in der Ostsee deutlich weniger Wind haben als in der Nordsee. Das muss man auch einfach so sagen. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Nordsee mit dem Atlantik verbunden ist und dementsprechend dort Winde sich relativ frei übers Meer bewegen können.
und dann eben auch für die Stromproduktion zur Verfügung stehen. Hier müssen also noch einige weitere Leitungsausbauten geschaffen werden in der Ostsee. Auch da könnten wir vielleicht noch halbwegs was erzeugen, aber viel ist es eben im Vergleich nicht. Gucken wir uns jetzt mal an, nachdem wir diese Erzeugungsanlagen und jetzt vor allem auch für den Wind die Netze gesehen haben, wie der Verbrauch eigentlich aussieht in Deutschland. Wir haben hier von einer Fraunhofer-Studie verschiedene Szenarien des Verbrauchs, des Stromverbrauchs, und zwar unterteilt nach praktisch den Sektoren des Verbrauchs: Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Haushalte. Wir gehen jetzt erstmal auf die Industrie ein. Da sind vor allem noch Veränderungen, also die Hochrechnung, wie in Zukunft hier der Energieverbrauch sich ändern wird. Und zwar nochmal in drei verschiedenen Szenarien: einem eher progressiven, einem eher konservativen und einem eher durchschnittlichen Szenario. Und die Farben stellen dar, was blau ist und grün ist eher ein Rückgang, was orange und rot ist, ist ein Zubau, und was eher so gelblich ist, das heißt, naja, so in etwa gleichbleibend, vielleicht ein bisschen mehr. Und wir können also durchaus sehen, dass wir im Industrieverbrauch in der Zukunft entweder, das ist Szenario A, eine leicht steigende Tendenz haben, aber auch an anderen Stellen eine sehr stark rückgehende Tendenz. Wir können an diesen ganzen grünen Stellen ganz links sehen, dass dort überall bis zu 20% Rückgang des Verbrauchs prognostiziert ist und der Rest gelb so 0 bis 10% steigend ist, während wir in allen anderen Szenarien einen überaus rückgehenden Industrieverbrauch prognostizieren. Das hängt in diesen Prognosen natürlich auch damit zusammen, dass wir ja sagen, dass in dieser ganzen Zeit die nicht nur Industrie, sondern eben auch die Erzeugungsstruktur sich natürlich deutlich ändern wird und dementsprechend hier und da auch verschiedenste Effekte, die komplett neben der Digitalisierung laufen, dafür sorgen würden, dass der Verbrauch zurückgeht, einfach weil wir Infrastruktur zurückbauen, weil wir durchaus weniger Arbeitsplätze in der einen oder anderen, ja auch sehr stark emissionsausstoßenden Industrie haben werden. Gleichzeitig haben wir die Digitalisierung, die auch nochmal dafür sorgt, dass verschiedene Prozesse einfacher, effizienter oder schneller laufen, dadurch weniger Aufwand, dadurch weniger Emissionen, dadurch weniger auch Energieverbrauch. Und das ist vor allem auch der Hintergrund für diese Darstellung. Gehen wir mal weiter auf den Haushaltsverbrauch. Und dort sehen wir, dass wir in den Szenario A und B zumindest sehr, sehr, sehr starke Rückgänge des Haushaltsverbrauchs, vor allem in Mitteldeutschland, auch nochmal mit einem Fokus auf Ostdeutschland, abgesehen von Berlin, sehen würden. Und woran liegt das schlussendlich? Na, wir versuchen weniger Energie zu verbrauchen, wir haben Energiesparmaßnahmen, wir haben im Rahmen des Smart Meterings vielleicht auch Möglichkeiten, sehr, sehr gezielt automatisiert einzusparen. Wir haben aber insgesamt natürlich trotzdem eine höhere Durchdringung mit Geräten, die also auch insgesamt mehr auf Strom basieren, die aber hoffentlich in Zukunft sparsamer sind und deswegen eher weniger Verbrauch hier gesehen wird. Man muss aber auch sagen, es gibt Gegenden, in denen der Verbrauch sehr, sehr stark steigen wird. Szenario C zum Beispiel sagt, dass rund um Berlin und rund um München ein extremer Verbrauchsanstieg zu verzeichnen wäre, und auch in anderen Gegenden, die hier einfach gelb dargestellt sind, auf jeden Fall davon auszugehen ist, dass hier richtig, richtig viel mehr verbraucht werden wird, bis zu 10% eben mehr. Es sind halt immer Szenarien, die auf bestimmten Berechnungen und Annahmen basieren, aber irgendetwas davon wird halt eintreten. Und wir können halt sagen, im Großen und Ganzen, vielleicht wird alles relativ gleich bleiben oder ein bisschen weniger, aber an anderen Stellen wird es halt richtig viel mehr werden, weil wir ja auch Gegenden haben, die einfach weiter wachsen werden. Und Berlin und München sind nun mal Gegenden, die tendenziell eher mit Wachstum versehen sind über die nächsten Jahre. Wie sieht das Ganze im dritten großen Segment aus, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen? Dort haben wir eigentlich in allen Varianten einen deutlichen Verbrauchsrückgang über die nächsten Jahre, zumindest entlang von Mitteldeutschland und Ostdeutschland, haben gleichzeitig aber ein sehr, sehr starkes Verbrauchswachstum in München, Stuttgart, auch die Gegend rund um Hamburg und verschiedene andere Aspekte. Das bedeutet halt natürlich auch hier wieder, wir gehen davon aus, dass wir tendenziell einen sehr starken Verbrauchsrückgang in ländlichen Gegenden haben, in wenig urbanen Gegenden haben, aber die Metropolen noch mehr Verbrauch haben werden. Einfach weil hier im Dienstleistungssegment natürlich auch alle möglichen IT- und Bürotätigkeiten versehen sind, die in der Zukunft noch wichtiger werden. Dementsprechend ist es halt schwierig. Wir haben in manchen Aspekten einen Rückgang, wir haben in anderen Aspekten einen starken Zubau oder Vermehrung des Verbrauchs.
Und dementsprechend ist es auf jeden Fall so, dass unser Gesamtsystem nicht unbedingt einfacher wird. Wir müssen wahrscheinlich noch deutlich besser verteilen. Und dafür sind nun mal schlussendlich auch Leitungen notwendig. Eine dezentrale Energiewende bedeutet natürlich trotzdem, dass wir überall auch vor Ort produzieren wollen. Aber wir müssen eben auch manche große Erzeugungskapazitäten auch mal hunderte Kilometer hinweg leiten. Und dafür sind schlussendlich auch Stromleitungen notwendig. Dort unterscheiden wir ja vordergründig in zwei Bauvarianten. Einerseits die Freileitungen, die überirdisch sind, die typischen Stromtrassen, die auch nicht jedem gefallen, zu Recht ja vielleicht auch nicht. Das sind Stahlkolosse. Wir kennen die vor allem neben den Autobahnen und neben den also Bahnleitungen, wo wir dann vor allem diese großen Stahlkolosse haben, die also auch wirklich über 100 Kilometer hinweg den Strom leiten. Ich selbst bin ja Thüringer. Wir kennen das natürlich auch, dass es durch den Thüringer Wald hier teilweise der Strom geleitet werden muss, die Thüringer Stromautobahnen, wie man es auch so schön sagt. Und mit Südlink und Südostlink haben wir da auch ganz konkrete Beispiele, wie das auch noch deutlich mehr werden wird über die nächsten Jahre. Und es gefällt ja nicht jedem. Man sieht das und man denkt sich, das ist auch nicht schön. Und dann gab es ganz oft so die Variante, naja, wir wollen lieber eine Erdverkabelung haben. Das sieht man eben nicht. Was bedeuten aber Erdkabel? Diese Darstellung, man muss sich das ja vorstellen, da hinten ist ein Kran zu sehen. Das ist also schon hier ein paar Meter tief. Diese Erdkabel sind dann trotzdem relativ fett und auch relativ warm. Und genau das ist der große Aspekt. Einerseits, weil sie eben so massiv sind, sorgen sie dafür, dass wir keine tiefwurzelnden Bäume oder andere Arten von Pflanzen mehr anbauen können, weil die könnten einfach nicht tief genug wurzeln. Da sind ja dann diese Leitungen mit ihren entsprechenden Ummantelungen. Die werden aber auch warm, die werden heiß. Da fließt ja entsprechend Strom mit sehr, sehr hoher Spannung durch. Die geben also Wärme ab an die Umwelt. Und das bedeutet das wiederum natürlich mehr Wärme in der Erde. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Flora und Fauna. Da werden sich manche Pflanzen und manche Tiere und viele Insekten nicht mehr wohlfühlen. Das heißt, es gibt auch hier deutliche Nachteile, wenn man sich die Erdverkabelung anschaut. Natürlich auch deswegen, weil bei einem Defekt, bei einer Wartung, die Erde wieder aufgebuddelt werden muss. Bei einer Freileitung kann man sich eben kann man hochklettern, wenn man entsprechend dort geschult ist. Aber bei einer Erdverkabelung muss man halt unter die Erde kommen. Und das ist dementsprechend auch hier mit verschiedenen Nachteilen versehen. Wie sieht denn jetzt die Planung konkret aus? Es gibt auch wieder Karten im Kontext des Netzentwicklungsplans mit zum Beispiel dem Merkmal des schutzgutübergreifenden Konfliktrisikos. Schutzgüter sind jetzt Umgebung, Menschen, Tiere, Pflanzen, überhaupt allgemeine Umweltbedingungen. Und da haben wir entsprechende Analysen, die eben sagen, naja, wie ist das Risiko konkret aufgebaut und wie kann man eben damit umgehen? Und das ist dann hier eben auch die Färbung. Die grünen Gegenden haben wenig Konfliktrisiko, die roten entsprechend hohes Konfliktrisiko. Das ist für die Freileitungen. Und da könnt ihr also sehen, wir haben an vielen, vielen, vielen Stellen in Deutschland ein gewisses oder sogar hohes Konfliktrisiko mit der Umwelt erkannt, wenn dort diese Stromtrassen gebaut werden sollen. Die sind aber eben teilweise auch absolut notwendig, weil wir erkennen ja dort diese schwarzen Leitungen, weil wir eben teilweise sehr, sehr, sehr stark von Norddeutschland, sowohl von der Nordsee als auch von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Co. den Strom runterbringen müssen, praktisch in den Süden nach Baden-Württemberg und Bayern. Aber genau dort liegen auch wieder viele Stellen, an denen wir hier also ein gewisses Konfliktrisiko für Freileitung haben. Gehen wir mal weiter auf die Darstellung für Erdkabel. Und jetzt sehen wir plötzlich deutlich weniger Grün, deutlich mehr Gelb, was schon eine mittlere Gefahr bedeutet und insgesamt nochmal deutlich mehr Rot. Wir haben also bei der Erdverkabelung tendenziell deutlich größere Risiken, was die Wirkung auf die Umwelt, auf sogenannte Schutzgüter eben hier darstellen würde. Und das ist halt etwas, was die wenigsten bedenken, wenn sie eben sagen, ja, wir wollen eben Freileitung haben. Wir haben dort auf jeden Fall Wirkung auf die Umwelt, auf die Natur, die wir nicht unbedingt haben wollen. Und dementsprechend ist es kein ganz so einfaches Thema, wie wir mit dem weiteren Ausbau hier eben umgehen wollen. Wir müssen uns dort sehr genau überlegen, was wir tun. Wir gehen einfach mal auf eine letzte Karte, die eben ganz konkret sich auf nochmal gewisse Bauvorhaben konzentriert. Und das ist nämlich genau das, was wir rund um den Netzausbau uns ja auch anschauen können. Das ist alles öffentlich. Die
geplanten Vorhaben, die Planungen für die nächsten Jahrzehnte sind ja alle öffentlich. Das habe ich in genügend Videos ja auch schon dargestellt rund um den Netzausbau. Das sind ja auch Beteiligungsverfahren, wo man sich als Interessierter oder als Sachkundiger ja auch melden kann und zum Beispiel eine Stellungnahme abgeben kann dazu, wie man eben mit den Planungen sich jetzt aktuell selbst auseinandersetzen würde. Und dann, wenn man später betroffen ist, weil genau vor der alten Haustür praktisch eine Leitung gebaut werden soll, dann wird man auch eingeladen und beteiligt, dort seine Bedenken oder seine Unterstützung auch auszudrücken. Und das hier ist ja zum Beispiel eine Karte, die also Mitteldeutschland vor allem zeigt. Wir haben an der linken Seite Kassel, Bad Hersfeld, Fulda und wir haben auf der rechten Seite halt bis zu Dresden gehend, vor allem also Mitteldeutschland dargestellt und können dort verschiedene Leitungen, die bereits bestehen sind, das sind die grünen Darstellungen, die sind bereits realisiert. Das ist also zum Beispiel auch hier die Thüringer Stromautobahn, die von Halle ausgehend an Erfurt vorbei, einmal quer durch den Thüringer Wald geht, um eben an Coburg vorbei bis hin nach Franken schlussendlich dann auch den Strom zu leiten. Wir haben in gelben Darstellungen, das haben wir vor allem ganz links und dann nochmal zwischen Leipzig und Zeitz, Varianten, die gerade im Bauprozess sind, die also genehmigt worden sind und jetzt praktisch auch gebaut werden. Orange bedeutet, sie sind noch im Feststellungsverfahren, sie sind noch in der Planung, sie sind aber kurz davor, dann den Baubeginn auch zu bekommen. Und das ist dann natürlich ganz interessant, weil da haben wir orangefarben natürlich jede Menge Leitungen, die einmal quer durch Thüringen, durch Ostthüringen gehen werden, die also von Sachsen-Anhalt bis hin zu Bayern den Strom liefern sollen. Diese Karten sind halt, wie gesagt, öffentlich und auch die konkreten Baumaßnahmen dahinter, die haben alle eine eigene Nummer, die kann man auch alle nochmal online finden und sich dann eben damit beschäftigen, warum diese konkrete Anlage in einem bestimmten Status jetzt gerade ist und wie das eben sich noch weiter entwickeln wird. Wenn man das alles jetzt zusammenzieht, dann kann man eben sagen, wir haben in Deutschland verschiedene Gegenden, in denen wir eine sehr, sehr starke Stromproduktion haben. Diese werden sich aber auch teilweise sehr, sehr ändern über die nächsten Jahre entlang des Atomausstiegs und natürlich auch des Kohleausstiegs. Dann haben wir verschiedene Gegenden, wo wir vor allem durch Wind sehr, sehr große Kapazitäten erzeugen können. Die sind aber teilweise noch nicht so richtig gut angeschlossen. Und dann haben wir vor allem natürlich noch die Darstellung, naja, wie verändert sich also der Verbrauch? Der ist schwierig, es wird nicht einfacher. Wir müssen auf jeden Fall mehr verteilen. Wir brauchen noch viel mehr dezentrale Anlagen, aber wir brauchen noch viel mehr Vernetzung. Und dann sehen wir, naja, was die Vernetzung angeht, den Ausbau, haben wir trotzdem viel, viel Auswirkungen auf die Umwelt, viel, viele Risiken. Und dann haben wir aber trotzdem auch immer noch eine konkrete Darstellung von ja tatsächlich Dutzenden, wenn nicht sogar Hunderten ganz konkreten Bauvorhaben, die ja auch alle transparent dargestellt sind und mit denen wir uns auch beschäftigen können. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen, denn was man zusammenfassend sagen kann, es ist halt wirklich komplex. Es ist nicht einfach, es ist auch nicht einfach runterzubrechen, aber wir müssen sagen, wir müssen was tun. Wir müssen auf jeden Fall ausbauen und wir müssen auf jeden Fall mehr Vernetzungen hinbekommen, um die Energiewende und dann auch die Digitalisierung der Energiewende entsprechend erfolgreich gestalten zu können. Nicht einfach. Habt ihr Meinungen oder Fragen dazu, dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, like das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.